SWR 4 Baden-Württemberg. Kurpfalz Radio auf dem Mannheimer Maimarkt. Ja, und dort sind wir im gläsernen Studio daheim auf dem Mannheimer Maimarkt. Da gibt es an den 11 Tagen nicht nur Schlager zu hören, sondern es gibt ein breites Spektrum an Musikstilen. Da ist Country mit dabei, da sind Chöre mit dabei, da sind Mundart-Chansons mit dabei. Und in diesem Jahr, da haben wir auch Vertreter der leichten Klassik und Operette zu Gast. Und eine Künstlerin stellt Ihnen SWR4-Reporter Henry Barchet jetzt vor. Die Sängerin Tanja Hamley lebt in Mannheim und hat ihre eigene Oper. Auch wenn die keine eigene Spielstätte hat, sondern immer unterwegs ist. Wir sind die Tourneeoper Mannheim. Wir sind ein klassisches Gastspieltheater, ohne festen Sitz sozusagen, und spielen Opern für Kinder und Operetten bundesweit, die Kinderopern in den Schulen und die Operetten in kleinen Theatern und in Seniorenheimen. Für den Maimarkt hat die Tourneeoper als Spielstätte das gläserne Studio gewählt. Dort wird Tanja Hamley aber dann ein Programm für Erwachsene präsentieren. Im gläsernen Studio, da werden wir nicht die Kindersachen spielen, sondern Sachen aus der lästigen Witwe, unserem Operettenprogramm. Das heißt Operette und ein bisschen Musical. Bekannte Sachen, wunderschöne Melodien. Und die wird Tanja Hamley mit großer Begeisterung vortragen, denn sie will ihre ganz persönlichen Lieblingsstücke auswählen. Dazu tendiert man natürlich, ne? Was man gerne singt, singt man ja auch im Normalfall besser und bringt es besser rüber. All diese Sachen sind Highlights für mich. Ich versuche auch natürlich vor allem in den Programmen, die ich selber schreibe, wo ich die Wahl habe, keine Sachen reinzumachen, die ich nicht gerne singe. Und ein paar Stücke, die auf jeden Fall mit dabei sein werden, hat sie uns sogar schon verraten. Was auf gar keinen Fall fehlen darf im Operettenprogramm, denn es ist mein persönliches Lieblingslied, es ist Meine Lippen, sie küssen so heiß, aus der Giuditta. Das werden wir auf jeden Fall machen, aus dem Musical Ich hätte getanzt heute Nacht und viele andere bekannte Sachen. Zum Beispiel, was eine Frau im Frühling träumt, könnte auch gut mit drin sein. Das soll sonnig sein und heiter und einfach schön zum Zuhören. Das hört sich doch schon mal sehr einladend an, oder? Tanja Hamley können Sie am Dienstag, den 3. Mai ab 14.30 Uhr live im gläsernen Studio auf dem Mannheimer Maimarkt erleben. Es lohnt sich auf jeden Fall. Wir haben ja sowieso viele, viele Künstler in diesem Jahr. 50 Schlagerstars sind da in 11 Tagen. Unter anderem Geraldine Olivier wird da sein, Gabi Baginski wird da sein, Bata Illitsch, Peter Robin, wer noch, Graham Bonney beispielsweise auch. Und auch Christian Leis, er wird auch kommen. Übrigens am gleichen Tag wie Tanja Hamley. Also am Dienstag, 3. Mai. Nein.
in my